Lass mich raus! Das ist ein Notfall! Oh, ja. Wirklich? Ich muss mal. Ah, der gute alte Ich-muss-mal-auf-die-Toilette-Trick. Ein Klassiker. Denkst du ernsthaft, man wird Wächter in einer Irrenanstalt, wenn man auf die einfachsten Tricks reinfällt? Und was ist, wenn ich wirklich auf die Toilette muss? Ja, ja, sehr gut. Ich muss aber auf Toilette. Ich muss jetzt wirklich ernsthaft dringend auf Toilette. Nicht mit mir, Schätzchen. Tja. Mir ist ein wenig schwindelig. Tja, das kommt bestimmt von der schlechten Luft da drin. Ich könnte jetzt natürlich aufstehen, zum Schalter der Klimaanlage laufen und für ein wenig Frischluft in deiner Miefbude sorgen. Vielleicht bleibe ich aber auch einfach hier sitzen. Okay, ich muss nachsehen, wie das Wetter wird. Nun, die frühe Herbstsonne steht heute tief an einem orangefarbenen Himmel. Die Luft ist so klar, schön, dass sich das Licht in der Ferne funkelnd an den Bergen bricht. So um die 18 Grad Celsius. Es ist ein richtig schöner Tag da draußen. Sehr schön. Aber du wirst ihn nicht zu Gesicht bekommen. Oh, nicht so schön. Es ist viel zu heiß hier drin. Du hältst das schon aus. Es ist viel zu heiß hier drin. Du hältst das schon aus. Aber... Es ist viel zu heiß hier drin. Du hältst das schon aus. Aber es ist... Es ist viel zu heiß hier drin. Du hältst das schon aus. Aber... Es ist viel zu heiß hier drin. Du hältst das schon aus. Tja, da können wir wohl nichts machen. Ich habe Hunger. Essen gibt's um 6. Schade, dass du wieder nur Wasser und Brot bekommen wirst. Heute ist nämlich Wünsch dir was Tag in der Kantine, weißt du? Oh, Wünsch dir was Tag. Ich muss da raus. Ich muss in die Kantine. Es ist viel zu heiß hier drin. Du hältst das schon aus. Haben wir noch gar nicht ausprobiert, diese Option. Oh, ich hab mich geirrt. Doch kein Notfall. Umso besser. Noch was? Wer bin ich? Der mit Abstand nervigste Patient, den ich je bewachen musste. Wer bin ich? Das müssen wir mal wieder spielen. Das ist ein cooles Spiel. Bin ich denn krank? Ich fühle mich nicht krank. Ein ganz cooles Spiel. Hör mal, Süße. Du bist in einem Raum mit gepolsterten Wänden. Beantworte dir die Frage einfach selbst. Also... Stellst du mir bitte die Klimaanlage an? Mal sehen. Wenn du dich ab jetzt ruhig verhältst, dann vielleicht. Okay, ich bin ganz, später, ganz, ganz still. Wenn du es jetzt sofort machst, dann bin ich ganz sofort still. Ich würde gern noch mehr über Minigolf wissen. Warum Wer nicht? Will das nicht? Habe ich dir schon Warum erzählt, nicht? Dass ich in der Profiliga spiele? Yep. Und den Schläger hat Mami dir gekauft? Ha! Glaubst du etwa, einen Stiesel und Sohn bekommt man einfach so im Laden? Stiesel. Woher hast du ihn dann? Hast du ihn vom Sperrmüll? Da findet man die tollsten Sachen. Unverschämtheit! Ja. So etwas Edles wie ein Stiesel und Sohn schmeißt auch niemand weg. Stiesel und Sohn. Woher hast du ihn dann? Hast du ihn gestohlen? Das finde ich wahnsinnig spannend. Unverschämtheit. Ich habe noch nie gestohlen. Dann... Ich geb's auf. Woher hast du ihn? Den hat mir mein Vater gemacht. Gotthold Franz von Stiesel Senior. Echt? An seinem Sterbebett übergab er Sohn, mir... oder was? Aus klapprigen Händen... sein... Stiesel und Sohn Titanium Siebener Eisen... Sein Glücksschläger. Er sagte mir, ich solle damit spielen, wie er mich zu spielen gelehrt hatte. Ja. Warum nimmst du nicht Papis Schläger und schlägst ihn dir über den Kopf?
So etwas Gemeines. Es ist gemein, uns hier einzusperren. Na warte. Hoffentlich erstickst du hier drin. Dass ich dir die Klimaanlage anschalte, kannst du jedenfalls vergessen. Ach Mensch. Wir müssen die Klimaanlage ankriegen. Hey? Hallo? Was willst du denn jetzt schon wieder? Ich will, dass du die Klimaanlage anschaltest. Stellst du mir bitte die Klimaanlage an? Mal sehen. Wenn du dich ab jetzt ruhig verhältst, dann vielleicht. Später. Okay, ich komme später nochmal wieder. Ja. Ich gehe mal kurz shoppen. Ich bin nicht verrückt. Stimmt's nicht, Harvey? Genau, sie ist nicht verrückt. Hörst du? Harvey stimmt mir zu. Ihr seid schon ein ulkiges Paar. Ihr zwei. Warum kann ich mich an nichts erinnern? Das werde ich bestimmt nicht noch einmal erklären. Nur damit du es nach der nächsten Behandlung wieder vergisst. Behandlung? Stellst du mir bitte die Klimaanlage an? Mal sehen. Wenn du dich ab jetzt ruhig verhältst, dann vielleicht. Wir nerven ihn so lange. Später. Bis er es macht. Lass mich raus. Das ist ein Notfall. Oh, wirklich? Es ist viel zu heiß hier drin. Du hältst das schon aus. Welche Antwortmöglichkeit muss man hier auswählen, bis man... Es ist viel zu heiß hier drin. Du hältst das schon aus. Tja. Ich muss jetzt wirklich ernsthaft dringend auf Toilette. Nicht mit mir, Schätzchen. Also... Oh, ich hab mich geirrt. Doch kein Notfall. Umso besser. Noch was? Naja. Stellst du mir bitte die Klimaanlage an? Mal sehen. Wenn du dich ab jetzt ruhig verhältst, dann vielleicht. Später. Tja. Ich würde gern noch mehr über Minigolf wissen. Vielleicht die Bläsenweg. Wer will das nicht? Habe ich dir schon erzählt, dass ich in der Profiliga spiele? Hast du. Yep. Du könntest mich ja rauslassen. Du könntest mich ja rauslassen und mir was vorgolfen. Du weißt ganz genau, dass Dr. Marcel verboten hat, Patienten aus der Zelle zu lassen. Ach, Dr. Marcel. Wenn du mich nur nerven willst, komme ich gleich rein und spiele mit dir Minigolf. Ja, bitte. Entschuldigst du mich bitte? Mein Hase möchte mir etwas sagen. Was? Ich wollte dir nichts sagen. Psst, spiel einfach mit. Der Typ ist todlangweilig. Ja, ja. Immer noch verrückt. Kannst du mal die Klimaanlage anmachen? So einen hätte ich gerne für meinen Balkon. Ob ich wohl einen Balkon hatte? Ich kann mich an nichts Bestimmt erinnern. Nicht. Wozu? Du bist langweilig, Tisch. Vielleicht können wir ja noch ein Tischbein abschrauben und ihm das hier irgendwie... Vielleicht können wir es auch hier mit dem Stuhlbein machen. Ihm durch das Gitter stecken, während er redet. Hier einfach mal reden und dann... Zack. Hallo Tür, wie geht es dir heute? Bestens. Ich empfinde eine perfide Freude daran, dir den Weg zu versperren. Ich hasse dich, Tür. Jo. Hey? Hallo? Was willst du denn jetzt schon wieder? Tja.
Einerseits, andererseits. Vergiss es einfach. Ich habe Wichtigeres zu tun, als mich mit dir zu unterhalten. Ja, genau. Ich habe viel Wichtigeres zu tun. Ich habe hier wichtige Sachen zu machen. Hier in der Welt, in der großen, weiten Deponia-Welt, in der Britos-Welt, das habe ich mich im Spiel geirrt. Können wir hier vielleicht einfach, haben wir schon probiert, oder? Tja, vielleicht kann Harvey irgendwie mit dem Gitter. Vielleicht kannst du dieses Gitter durchnagen. Ach, das hatten wir auch schon. Leider nein. Meine Zähne sind aus Frotte. Ich hasse Gitter. Ich auch. Ich habe ein Kunstwerk geschaffen. Allerdings. Ich will hier raus. Hallo! Was willst du denn jetzt schon wieder? Ich würde gern noch mehr über Minigolf wissen. Wer will das nicht? Habe ich dir schon erzählt, dass ich in der Profiliga spiele? Yep. Minigolf. Mir wird ganz duselig. Glaub, und du hast allen nicht. Grund dazu, Schätzchen. Weißt du was? Ich stelle dir die Klimaanlage an. Dann kannst du dich ein wenig abkühlen. Genau das. Da kommt ein Luftzug durch diesen Spalt. Sehr nice. Okay, können wir das jetzt hier, hier liegt was auf dem... Okay, das können wir wohl nicht nehmen. Durch den Spalt da oben kam's. Hier. Mit bloßen Händen komme ich hier nicht weiter. Harvey. Hast du das auch gesehen? Dahinter scheint es weiterzugehen. Tja. Stuhlbein. Au. Ja, sehr gut. Ein luftiger Spalt. Anschauen. Benutzen. Reden. Sag Hallo, Stuhlfried. Was? Hallo? Sag doch was! Oh nein. Ich habe meinen Freund Stuhlfried Stuhlbein getötet. Oh. Sie haben Stuhlfried Stuhlbein getötet. Ihr Schweine. Tja. Also. Diesen langweiligen Tisch will ich nicht. Ich dachte, ich kann mich vielleicht. Wenn es ein Billardtisch wäre. Ich dachte, ich kann mich vielleicht draufstellen. Und versuchen. Ah. Okay. Schraube. Yo, Schraube! Juh mich nicht an, du Subjekt. Hey, Schraube, bleib mal locker. Ihr habt es also soweit geschafft. Etwas, ja, noch seid ihr nicht ganz draußen, aber immerhin habt ihr schon mal den Ventilator gefunden. Ja, hier ist auch ein guter Screen, um euch aufzumuntern, Harvey mit allem auszuprobieren, beziehungsweise mit allen Gegenständen zu sprechen. Sprecht doch vielleicht einfach dabei. Mal mit den Schrauben. Das ist ja einer der großen, ich weiß gar nicht, warum ich es gemacht habe, aber dass Edna mit allen Gegenständen sprechen kann, alleine die Möglichkeit, die das Interface einem bietet, hat mich halt irgendwie veranlasst zu sagen, ja, dann muss, eigentlich sollten die ganzen Sachen ja auch antworten. Und in den meisten Fällen antwortet natürlich Harvey, der seine Stimme verstellt und halt mit der Stimme des Gegenstandes spricht, in diesem Fall den Schrauben. Und so klingt ein Dialog mit
Schrauben. Es tut mir leid, ich kann jetzt schon mal vorweggreifen. Wortspiele wie, ey, Schraube, ja, mach dich locker, sind dem Sachverhalt geschuldet, dass schon Wortspiele mit Schrauben halt auch begrenzt sind. Und ja, trotzdem viel Spaß. Der Poki, der ist schon ein genialer Typ. Also das finde ich nicht schlecht.